Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerdfamilienziehen. Hallo. Diesmal geht es im zweiten Teil unserer Videos zum Thema COPD um Specials. Und zwar, nachdem wir jetzt im ersten Teil, ich gehe gleich direkt ins Thema rein, oder? Ja. Nachdem wir im ersten Teil über die Therapie gesprochen haben, wer das Video noch nicht kennt, ist es wieder in irgendeiner Ecke verlinkt, wo es darum ging, wir müssen vernebeln, wir geben Prednison, wir geben sauerstoffbedarfsadaptiert, was das bedeutet, das sprechen wir gleich. Und wir beatmen nicht invasiv oder im schlimmsten Fall auch invasiv. Geht es jetzt genau um diese Sachen? Ja, Philipp, all in, wie ist es eigentlich mit Sauerstoff? Ich habe ja mal gehört, Sauerstoff, ganz furchtbar, darf man nicht geben, COPD, dann werden die alle bewusstlos und sind tot. Mit Berühren des Sauerstoffdrehknopfes tritt der Tod quasi instantly ein beim COPDler. Das ist Quatsch. Ne? Also, jemand, der Atemnot hat und eine schlechte Sauerstoffsättigung, der kriegt Sauerstoff. Alles andere wäre unethisch und medizinisch vollkommen falsch. Und auch nicht nur 2 Liter. Genau, sondern so viel, wie er braucht, bis die Atemnot behandelt ist. Und jetzt muss man sich überlegen, das ist ein Patient, der ist potenziell kritisch, wenn er da mit einer 70er Sättigung vor uns sitzt. Ja, da gebe ich jetzt erstmal hochdosiert Sauerstoff und titriemisch runter. Denn was ist denn das, wovor wir immer Angst haben? Dass die Patienten an einen hohen CO2-Wert adaptiert sind, der ja für uns normalerweise ein starker Atemantrieb ist, und deswegen nur noch über die Oxygenierung eben ihren Atemantrieb haben. Und wenn ich jetzt die Patienten überoxygeniere, dann hören die plötzlich auf zu atmen. Ja, das kann theoretisch passieren, wenn man die Patienten jetzt undifferenziert auf die Normalstation legt und denen 15 Liter Sauerstoff über die Nase laufen lässt die ganze Zeit. Ja, dann mag das passieren, aber im Rettungswagen, wo der Patient, die Patientin direkt neben mir liegt, dann würde ich ja sehen, dass die immer langsamer atmet. Man muss also eine gute Patientenbeobachtung machen. Ich glaube, das ist bei kritischen Patienten sowieso wichtig. Von daher eher nachrangig. Ja. Okay. Wichtig ist halt, dass man dann zügig auch runterreguliert. Und man müsste bei COPD-Lern meistens so eine Zielsättigung anstreben zwischen 88 und 92%. Also nicht die 99 oder die 100 erreichen, sondern 88 bis 92%. Und der Patient, die Patientin sollte sich besser fühlen. Okay. Und dazu muss man noch sagen, dieser pathophysiologische Mechanismus mit diesem CO2 und O2 und den Sensoren und den fehlgeregelten Blablabla, das ist ja auch hoch umstritten. Da gibt es ja auch, wir verlinken das in den Shownotes, ein paar richtig abgefahrene Papers dazu, wo das diskutiert wird, die Mythen dahinter. Und kurz gesagt, so richtig genau, wie das funktioniert, weiß man eigentlich gar nicht. Also nicht jetzt an diesen Mythos denken, dass man keinen Sauerstoff geben darf. Okay, also Sauerstoff geben wir bedarfsadaptiert. Wer hypoxisch ist, kriegt Sauerstoff und zwar ordentlich. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wir das jetzt nicht undifferenziert weitergeben. Wie eigentlich bei allem, was wir in der Medizin machen. Das ist doch schon mal ganz gut. Okay, jetzt bevor wir da in die Beatmungsschiene noch weiter reingehen, nicht invasive Beatmung, Narkose und so weiter, würde mich nochmal interessieren, so als Special, wir haben ja gesagt, es gibt so eher ein bisschen undifferenzierte Symptome. Was machen wir denn in der Notaufnahme, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Diagnostikmöglichkeiten haben? Was ist unser erstes Diagnostikpaket bei jemandem, wo wir vermuten, es ist eine COPD? Also wir nehmen ja sowieso immer Blut ab bei eigentlich jedem Patienten, der in die Notaufnahme kommt. So auch bei den exazerbierten COPD-Lern. Was messen wir jetzt da drin? Ne? Wir wollen einmal wissen, ist es eine Infektexazerbation? Das heißt, wir messen so die Standard-Labordiagnostik. Also wir machen mal Blutbild mit Leukozyten, wir machen CRP, aber eventuell eben auch ein PCT, um zu differenzieren, ist das jetzt eher viral oder bakteriell. Die Studienlage, ob jetzt PCT unbedingt immer besser ist oder CRP, die ist strittig. Ich denke, desto kränker, desto mehr auch das PCT mitmachen. Ja, und ist das PCT komplett negativ, der Patient hat kein purulentes Sputum und hat auch keine Infiltrate im Röntgenthorax, dann können wir uns sehr wahrscheinlich das Antibiotikum sparen. Man sagt zwar bei schweren Exazerbationen, die auf Intensivstation beatmet werden, dass man großzügig das Antibiotikum geben sollte. Man muss aber sagen, das ist eher so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme und hat jetzt keine extrem starke Evidenz. Okay, also Blut. Ja, im Blut gibt es noch ein paar andere Sachen. Moment. Ne? Jetzt habe ich gesagt im ersten Video, COPDler ganz häufig schwierig abzugrenzen, sind die jetzt kardial dekompensiert, weil sie vielleicht auch chronisch kardial erkrankt sind, oder ist das jetzt eine Exazerbation der COPD? Deswegen macht es häufig Sinn, das BNP auch mitzumachen, ja? Wenn man diesen Verdacht hat. Ja? Und dann zuletzt, und man muss sich immer überlegen, ja, wenn der Patient jetzt ganz klar Fieber hat, ja, und hat purulentes Sputum, kann man sich das BNP sparen. Auch die D-Dimere würde ich mir bei so einem Patienten auf jeden Fall sparen. Ne? Wenn es aber vollkommen unklar ist, warum ist der Patient eigentlich exazerbiert, dann macht es vielleicht auch Sinn, über die Lungenembolie nachzudenken, weil diese Patienten und Patientinnen dazu eher neigen, dann würde ich die D-Dimere noch mitmachen.
Und jetzt kommst du mit dem Röntgenbild. Genau, Röntgenbild. Alle einfach mal zum Röntgen, zack, dann warten sie halt dort eine Stunde, dann wird schon passen. Nee, genau. Also mal, erstens muss man sich überlegen, Therapie first, Stabilisierung first und dann Röntgen an einem sinnvollen Punkt der Diagnostik. Also wahrscheinlich macht es schon Sinn, die COPDler mit einer Exazerbation, mit einem Röntgenbild immer aufzunehmen. Ich glaube, wenn ich jetzt was anderes sagen würde, würden mich ganz viele Pulmonologen ganz kritisch anschauen. Wobei man sagen muss, wo ist denn der Mehrwert? Was erwarte ich mir denn jetzt da wirklich von? Wenn ich ans Röntgen eine ernsthafte Fragestellung habe, dann mache ich das. Und natürlich bei Atemwegserkrankungen sehr großzügig. Okay, Bildgebung, da fällt mir noch das Sono ein. Das finden wir immer cool. Nutzt du das Sono bei der COPD? Auf jeden Fall, weil es gibt ja noch eine andere Ursache, warum jemand mal exazerbieren kann, ein Pneu, weil vielleicht irgendein Bullar irgendwo geplatzt ist, also ein Emphysemteil der Lunge, der noch sehr dünnwandig ist. Patienten neigen eher zu Pneus oder Pneumothoraces. Also kann ich wunderbar mein Sono machen und den Pneu sehen. Ich kann aber auch die B-Linien sehen, ja, und damit eine Abgrenzung zur feuchten Lunge bei kardialer Dekompensation, also eine Spitzensache, oder auch die Infiltrate. Also eigentlich muss man sagen, richtig gute Lungensonographie ersetzt viele Fragestellungen des Röntgenthorax. Mhm. Und gerade manchmal auch schneller. Ne? Also speziell diese Differenzierung Herzinsuffizienz, COPD-Exazerbation bei so, malen wir uns das Bild, Sprachbarriere, wir kriegen also nicht ausreichend Informationen und Luftnot, also auch da ist jetzt keine große Konversation möglich. Dicke Beine, dicker Mensch, Luftnot, Herzinsuffizienzmedikamente, COPD-Sprays. Und was machen wir jetzt? Und da ist ungefähr ein 5-sekündiger Blick auf die Lunge mit dem Sonos oft schon ausreichend, um zumindest eine Herzinsuffizienz gut ausschließen zu können, wenn wir keine großen Ergüsse haben, keine B-Linien. Das ist eine coole Sache. Okay, also Labor, Röntgen, Sono. Noch irgendwas, was wir unbedingt machen sollten? Wir haben noch gar nicht gesagt, dass man eine BGA machen sollte. Also eine BGA gehört als Standarddiagnostik quasi als Willkommensgeschenk für jeden COPDler dazu. Also das haben wir jetzt nicht gesondert erwähnt, weil ich es mental voraussetze, aber natürlich muss man es auch hier nochmal sagen. Also eine BGA ist eigentlich die Eintrittskarte des COPD-Lehrers in die Notaufnahme. Und wir gehen jetzt gar nicht super auf die Details ein, glaube ich, zwischen arteriell und venös. Ich glaube, man kann festhalten, dass fast alle Fragestellungen mit einer venösen BGA ausreichend zu lösen sind. Also man muss sich da jetzt nicht verkünsteln, eine Viertelstunde da in verkalkten Gefäßen nach einer Arterie suchen. Bei speziellen Fragen, man kann jetzt peripher keine Sättigung ableiten und man möchte wissen, wie die Sättigung ist, dann mag das Arterielle schon sinnvoll sein, aber grundsätzlich bei fast allen Fällen reicht uns am Anfang eine venöse BGA, oder? Ja. Ja. Die Hyperkapnie und die pH-Entgleisung sehen wir da auch. Okay, noch was Diagnostisches oder gehen wir schon in die Richtung der kausalen Therapie? Ich würde sagen, wir gehen jetzt in Richtung der kausalen Therapie. Dann? Ja. Geh dahin. Also ich meine, jetzt haben wir gerade schon gesagt, was sind denn so Gründe, warum man exazerbiert? Infektexazerbation. Wann braucht jetzt ein Patient ein Antibiotikum und was braucht er vielleicht? Ja, jetzt muss man wissen, also wichtigste Frage ist eigentlich, hat sich das Sputum verändert von der Verfärbung her? Wenn es plötzlich gelblich-grünlich geworden ist, deutlich mehr geworden ist oder der Patientin Fieber hat, das spricht für eine Infektexazerbation, dann großzügig Antibiotikum geben. Bitte vorher Blutkulturen abnehmen. Macht sicher Sinn. Dann eben, ich habe schon angesprochen, PCT, vielleicht auch ein Röntgenthorax, Infiltrate oder PCT-Erhöhung, das wären auch wieder starke Argumente pro Antibiotikum. Aber wir müssen wissen, die Patienten und die Patientinnen haben ganz häufig eben chronische bakterielle Besiedlungen der Lunge, auch mit einer sehr starken Bakterienkonzentration. Das heißt, selbst wenn ich jetzt weiß, da ist im Sputum irgendein Keim, ist das nicht unbedingt ein Keim, der jetzt gerade eine Infektion auch macht, sondern vielleicht auch einfach, der wohnt im Patienten. Ja, welches Antibiotikum nehme ich jetzt? Desto schwerer die COPD, desto mehr muss ich auch den Pseudomonas-Keim mit abdecken. Wenn man jetzt in der Leitlinie schaut, dann sieht man erschreckenswerterweise für mich die Fluoroquinolone noch ganz vorne mit dabei. Ich glaube, da sind mittlerweile die Leitlinien von 2018, mittlerweile wurde da ein bisschen umgedacht. Ich würde da relativ großzügig mit einem Aminopenicillin mit Beta-Lactamase-Inhibitor, also klassisch Ampicillin, Sulbactam oder Clavulan, also Amoxicillin, Clavulansäure, oder wenn ich Pseudomonas abdecken will, Piperacillin, Tazobactan nehme und dazu, je nachdem, wenn ich es möchte, auch die atypischen abdecken und dann würde man zum Beispiel Makrolid wie Clarithromycin mit dazu nehmen. Okay, viele Interaktionen mit Clarithromycin, ja. Aber wir wollen jetzt nicht in die Pharma-Nerd-Ecke zu sehr abtauchen.
Hast du noch was zur kausalen Therapie, das wichtig ist, oder fassen wir es zusammen? Wer Herzinsuffizient akut ist, kriegt natürlich eine Therapie für seine Herzinsuffizienz. Wer jetzt eine akute Lungenembolie hat, kriegt eine Therapie für die Lungenembolie. Kann man das so abbinden? Genau. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mal über die Infektexazerbation gesprochen hat, weil es halt das bei Weitem häufigste ist. Und den Rest behandle ich einfach so, wie wir es in den anderen Videos zu den jeweiligen Krankheitsbildern ja. Wir verlinken sagen, schon wieder. Wir verlinken Zeug. Überall hier in den Ecken und so. Ja. Ja. Okay, aber jetzt das Thema, das ich besonders spannend finde, nämlich unsere Therapie, die wir jetzt bisher gemacht haben, die reicht nicht. Die Menschen werden schlechter. Wir müssen jetzt agieren. Die Leute sind hyperkapnisch. Du hattest das vorher schon erwähnt mit der BGA. pH 7,3 so als die Grenze mit Hyperkapnie. Nicht-invasive Beatmung. Auch dazu gibt es schon wieder ein Video. Es schließt sich der Kreis. Aber sag doch mal ganz kurz, wie hilft es und was stellen wir da ein? Ja, also nochmal ganz kurz, warum exazerbieren die COPDler? Weil die muskuläre Atemarbeit nicht mehr ausreicht, um die Bronchokonstriktion zu überwinden. So, das ist mit einer der ganz großen Faktoren und dazu, dass eben irgendeine zusätzliche Erkrankung, wie zum Beispiel Infekt, die COPD nochmal verschlimmern. Ja, und jetzt ermüden die Patienten in ihrer Atemarbeit. Und die NIF ist eigentlich wunderbar, so ein kleiner Unterstützungsdruck für die Lunge. Was mache ich jetzt mit der NIF? Ich kann eben durch einen ASB, also durch einen Unterstützungsdruck bei der Inspiration, einfach die Inspiration verstärken. Das ist der eine ganz, ganz starke Effekt der NIF bei COPD. Das andere ist, ich kann halt hochdosiert Sauerstoff geben, ne, und ich kann auch PEEP anwenden. Gehen wir ganz kurz mal strukturiert darauf ein. Sauerstoff haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, ne, bedarfsadaptiert, frühzeitig runterregulieren, Ziel SpO2 88 bis 92 und dass der Patient sich einigermaßen gut fühlt. PEEP, beim PEEP, da wird ein bisschen drüber diskutiert. Ich habe auch in den Shownotes was dazu verlinkt. Generell am besten wäre, wenn man den intrinsischen PEEP messen würde und würde 80% von dem PEEP-Niveau nehmen. In der Realität macht es meistens Sinn, mit einem PEEP von 3 bis 5 zu starten. Ja? Dann nämlich eben einfach mehr Pressure Support auch zuzulassen, der dem Patienten und der Patientin meistens mehr hilft. Und Pressure Support, ich empfehle immer, mit einem niedrigen Pressure Support anzufangen, weil es für die Patienten häufig eine ganz starker Stress ist, sich erstmal in die Beatmungssituation zu gewöhnen. Ja. Aber Patienten, die schon heimbeatmet sind, die NIF perfekt kennen, da kann man durchaus mit einem Pressure Support von 8 anfangen und sich dann auf 10 vorarbeiten. Wichtig ist eben auch so ein bisschen, wie, was sagt denn der Patient und die Patientin, das ist das Schöne bei der NIF, ich kann einfach fragen, merken Sie, das ist besser, soll ich ein bisschen den Druck hochnehmen, dann kann man ein bisschen arbeiten. Ja. Okay. Für Details und auch Anpassungen in alle Richtungen gibt es auch noch tatsächlich unser NIF-Video. Kurz zusammengefasst, NIF hilft, vor allem in Akutsituationen hilft uns diese Druckunterstützung, ne, der ASB oder Pressure Support. Der PEEP am Anfang mal eher niedrig, würde ich jetzt mal sagen, und dann geht es wahrscheinlich in der prolongierten Beatmung mehr in die Details. Wenn auch das nicht reicht, lieber Philipp, jetzt merken wir, trotz der NIF, wir kommen nicht voran, die ist entweder weiter hypoxisch, die Menschen trüben weiter ein, die Erschöpfung setzt ein, dann geht es Richtung invasive Beatmung. Und den Mythos, man darf niemanden intubieren, besprechen wir, glaube ich, am Ende nochmal ganz kurz. Also niemanden intubieren, der COPD hat. Aber was ist denn, gibt es zur invasiven Beatmung irgendwelche Tipps oder Tricks? Narkose vielleicht ganz kurz? Also auf jeden Fall. Erster wichtiger Hinweis ist, vor jeder Intubation sollte man die NIF mal probiert haben. Ich glaube, alles andere ist Mist. Ja? Natürlich gibt es Situationen, da gehe ich jetzt direkt auf die Intubation, weil der Patient so schlecht ist, ich weiß, das wird nie im Leben funktionieren. Aber ehrlicherweise, Zoppler, immer nochmal den NIF-Versuch geben. Ja? So. Und dann kann man nämlich auch wunderbar... Und wenn es nur zum Oxygenieren ist vor der Narkose. Genau, dann kann man nämlich damit wunderbar die Patienten auch schon für die Intubation dann gleich vorbereiten. Wie mache ich jetzt die Intubation selbst? Man könnte jetzt sagen, hochdosiert Ketamin nehmen, weil das einen bronchodilatatorischen Effekt hat. Wobei, ehrlicherweise, glaube ich, ist in der Praxis nicht so extrem relevant. Wir nehmen einfach das Narkoseschema, was uns gut taugt, und bereiten uns darauf vor, dass der Patient, die Patientin schnell hypoxisch werden kann und schnell auch dekompensieren kann. Das muss man einfach wissen. Und dann würde ich eher immer den Tubus nehmen, den etwas größeren Tubus. Ja? Also beim erwachsenen Mann jetzt nicht mit dem 7er Tubus da anfangen, sondern eher mal den 8er nehmen.
Warum ist das so? Weil natürlich mit steigendem Durchmesser des Tubus auch wesentlich weniger Widerstand im Tubus ist. Und zwar exponentiell nimmt der Widerstand immer weiter ab. Das heißt, es macht für den Patienten, die Patientin im Weaning dann einen Unterschied, ob sie mit einem 7,5er oder 8er Tubus beatmet sind. Ja, da den Fehler sehe ich leider auch, oder Fehler, diesen Trick sehe ich auch wieder häufig, dass da nicht dran gedacht wird. Und dann von der Beatmung her eigentlich so ähnlich wie bei der NIF erstmal gucken, dass man dass man eine ausreichende Ventilation schafft, dass man ausreichendes Minutenvolumen schafft. Und jetzt müssen wir wissen, wir müssen eher eine niedrige Atemfrequenz und eher ein I-zu-E-Verhältnis, was sehr hoch ist, wählen. Also 1:4 zum Beispiel. Ja. Wie erreiche ich das? Indem ich mit einer 10er Atemfrequenz zum Beispiel beatme. Warum ist das so wichtig? Weil ja das Expirium, also die Ausatmung, sehr, sehr lange ist. Und man muss auch wirklich der Lunge die Zeit geben, komplett auszuatmen. Man kann das ganz gut in der Beatmungskurve sehen, ob die irgendwo den Nullpunkt erreicht oder vorher abbricht. Und dann weiß ich immer, da ist so ein Airtrapping. Das heißt, die Lunge wird mit jedem Atemzug etwas mehr aufgeblasen. Dann kriege ich immer mehr Druck auf die Lunge, muss immer mehr Druck auch anwenden, um in die Lunge was reinzubekommen. Und das ist eben der typische Fehler, wenn man die Patienten dann mit einer hohen Atemfrequenz und einem I-zu-E-Verhältnis von 1:1,5 oder so beatmet, dann ist das Airtrapping da. Ja, also darauf einfach achten, niedrige Atemfrequenz, vielleicht erstmal etwas mehr VT, auch wenn das nicht ganz lungenprotektiv ist, um einfach so ein bisschen zu dekarboxylieren. Und ETCO2 ist natürlich da auch total hilfreich. Und dann später auf der Intensivstation wird es dann wesentlich diffiziler. Da kann man auch noch die ganzen intrinsischen Piep zum Beispiel messen. Ich würde generell empfehlen, erstmal mit einem Piep von 5 beim invasiv Beatmeten zu beginnen. Und dann kann man immer mal gucken. Man kann ja mal auf 7 hochdrehen und mal schauen, reagiert der Patient. Aber das Problem ist, wenn man einen hohen Piep hat, braucht man ja noch mehr Inspirationsdruck, um dann auch ein VT zu erzeugen. Und damit steigt der Spitzendruck. Und das ist natürlich dann für die Lunge wieder nicht ganz so gut. Okay, so. Also alles nicht ganz so einfach. Kurz zusammengefasst, wenn wir es machen müssen, eher niedrige Atemfrequenzen, lange Expiration im Verhältnis zur Inspiration und vielleicht am Anfang auch Tidalvolumina tolerieren, die jetzt nicht ganz in dem lungenproduktiven Schema drin sind, einfach, dass wir das CO2 rausbringen. Okay, Philipp, jetzt haben wir schon einige Sachen ganz gut besprochen, so die kausale Therapie, wir haben die Erstdiagnostik in der Notaufnahme besprochen, Sauerstoff, nicht-invasive und invasive Beatmung und jetzt geht es so ins Finale. Ich merke, du freust dich. Wir werden nämlich ein paar Mythen besprechen und hoffen auf entsprechende Kommentare oder Diskussionsschlachten. Philipp, fangen wir doch einmal an mit dem Klassiker Theophyllin. Das war doch mal irgendwie ganz hot und quasi jeder Mensch, der einmal kurz gegimt hat, hat irgendwie 4 Liter Theophyllin infundiert bekommen, übertrieben formuliert. Warum ist das, irgendwie sehe ich das viel seltener? Genau, also jetzt könnte man ganz fies sagen, Patienten, die Theophyllin der Dauermedikation haben, die scheinen ihren Pulmologen schon sehr, sehr lange zu kennen, weil er schon sehr, sehr lange praktiziert. Ja, es gab eher, so ist eher so ein Ding der Vergangenheit, das ganze Theophyllin. Natürlich gibt es Situationen, endgradige COPDen, wo man das dann doch noch auch kalkuliert mit dazu nimmt und dann kann man es vielleicht auch fortführen, aber in der akuten Exazerbation hat Theophyllin keinen Stellenwert, weil das Nutzen-Nebenwirkungsprofil viel zu schlecht ist und ich damit viel zu viele ungünstige Nebenwirkungen habe. Punkt. Kurz zusammengefasst, oder? Das macht vor allem Tachykardie, erhöhten Sauerstoffbedarf in einer Situation, wo wir gerade zu wenig Sauerstoff haben. Geringe therapeutische Breite, einfach nicht so sinnvoll. Okay. Gleich noch was. Reproterol. Zack, gleich 3 Ampullen IV, das macht doch die Bronchien weit, oder? Ja, oder Prikanyl, ne? Weil Reproterol gerade Lieferengpässe. Mit dem Reproterol, man sieht das ja super häufig in der Anwendung. Ich sehe das äußerst kritisch und ich sage auch warum. Ich glaube, dass wir häufig eben Exazerbationen einer COPD falsch einschätzen und das sind in Wirklichkeit kardiale Dekompensation. Wenn wir dann mit dem Reproterol, was deutlich auch auf die Beta-Rezeptoren am Herzen eben wirkt, arbeiten, dann erhöhen wir den myokardialen Sauerstoffverbrauch und tun dem kranken Herz überhaupt nichts Gutes. Ja. Auf der anderen Seite ist Reproterol häufig viel zu früh eingesetzt. Es wurde noch überhaupt nicht ausreichend die Inhalationstherapie ausgereizt und hat dann auch noch keinen wirklichen Stellenwert. Würde ich jetzt raten zu Reproterol? Übrigens, die Leitlinie hält sich da sehr stark zurück, aber in der Praxis Reproterol dann, wenn die reguläre Therapie auch
trotz wirklich effektiver Anwendung versagt hat oder wenn eine effektive Inhalation nicht mehr möglich ist. Zum Beispiel beim intubierten Patienten, der jetzt bei mir im RTW liegt. Ich habe jetzt nicht diesen Inhalationsadapter, den wir in der Klinik ja bei beatmeten Patienten auf der Intensivstation haben. Das heißt, ich kann gar nicht inhalieren lassen. Dann ist natürlich Rebuterol eventuell eine gute Idee. Aber man muss aufpassen, wenn die Patienten dann relevant tachykard werden oder wenn sie eine schwere oder hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion haben, dann würde ich damit eher deutlich aufpassen. Und ich glaube, wir überschätzen den Stellenwert der Akuttherapie häufig vollkommen und würde das eher als Thema nehmen, wenn ich überhaupt nicht vorwärts komme mit dem Rest der Therapie. Okay. Ein Mythos, den ich auch noch ganz spannend finde, ist, die haben doch Luftnot, da gebe ich immer gerne Morphin, weil dann sind die total entspannt. Ja, genau. Wie siehst du das? Kann man machen, ne? Als palliatives Therapiekonzept. Also auch da glaube ich, dass wir natürlich brauchen manche Leute bei massiver Atemnot, manche Patientinnen, Morphin, um ihnen einfach so ein bisschen die Atemnot zu nehmen und um dann eine bessere Compliance zum Beispiel zur NIF zu schaffen. Aber wir sollten uns eher Mühe machen, den Patienten wirklich gut zu führen, die Patientin gut an die NIF heranzuführen, dann braucht man häufig wesentlich weniger Sedierung. Und natürlich haben Opiate bei einem Patienten, der davon abhängig ist, dass er ein ausreichendes Atemminutenvolumen hat, die Nebenwirkung, dass wir vielleicht die Atemfrequenz zu sehr herabsenken. Ja, dann kommt eine Opiatatmung, die ist eben dadurch auch gekennzeichnet, dass die Patienten eher ein niedrigeres Atemminutenvolumen haben. Das heißt, mit den Opiaten steigt dann auch irgendwann ab einer gewissen Höhe die Mortalität. Und deswegen einfach ein kleines Kave, ja, also dieser reflexartige Griff zu, oh, der COPD, hier erstmal schön Morphin und guck mal, danach ist die Atemnot besser, ja klar, weil der Patient hat Opiate bekommen, das ist wie beim gebrochenen Bein, das behandle ich auch nicht mit Opiaten, obwohl der Patient sich danach besser fühlt, sondern behandle die Grunderkrankung. Genau, ich würde es vielleicht sogar noch härter sagen, ich würde sagen, Morphin beim nicht genifften, akuten, atemnötigen Patienten hat eigentlich fast keine Rolle. Also ich finde es hochgefährlich und gerade in der Notaufnahme sehen wir da hochdramatische Verläufe. Leute, die dann komischerweise kurz vor der Notaufnahme ganz schlecht werden, irgendwie komischerweise relativ langsam atmen, bewusstlos werden und hätten wir die vielleicht genifft und von mir aus dann unter NIF ein bisschen was dazugegeben. Auch da gibt es wieder Diskussion, ob man nicht eher Benzodiazepine gibt als jetzt Opiate. Also ja, ich sehe es noch härter. Mo hat in der schnellen Ersttherapie eigentlich für mich keine Rolle und ist hochgefährlich, wenn man es nicht vielleicht unter konstanter BGA-Überwachung macht, dann von mir aus oder in der Palliativsituation. Mhm. Okay, Philipp, ein letzter Mythos fällt mir noch ein. Ich hatte es vorher ganz kurz schon mal angedeutet. Man darf Leute mit COPD nie intubieren, weil dann bleiben die für immer im Tubus und werden eins mit diesem Plastikschlauch. Wie ist da so die Evidenz oder wie siehst du das? Also, das stimmt natürlich nicht. Ne? Das kommt aus einer Zeit, als Beatmungsgeräte ungefähr so effektiv waren wie eine Fahrradpumpe. Heute mit modernen Beatmungsgeräten kriegt man die sehr wohl auch wieder vom Tubus gewient. Ja, Punkt. Genau. Natürlich soll man jetzt nicht aus Spaß jemanden intubieren. Das machen wir aber auch bei anderen Erkrankungen nicht. Das heißt, nur die COPD ist auf gar keinen Fall eine Kontraindikation zur Intubation, wenn die indiziert, gewünscht und so weiter und so fort ist. Okay, Philipp, ganz am Ende, nach einem wilden Ritt durch Mythen, Therapie aller Art, Specials eben, hätte ich noch eine Frage an dich. Du machst jetzt wirklich viel mit eben COPD, Intensivtherapie und so weiter. Die zwei Punkte, die dir noch immer wieder so auffallen, so kleine Facts, einmal für den Rettungsdienst oder Präklinik und einmal für die Klinik, wo man es vielleicht noch mal ein bisschen smarter machen kann. Was fällt dir da so ein? Also ich glaube, das eine ist, dass wir nicht vergessen dürfen, COPD, vor allem fortgeschrittene COPD, ist genauso tödlich wie eine Krebserkrankung und genauso irreversibel auch. Ja. Das heißt, es ist eine Katastrophe, wenn die Patienten schon Heimsauerstoffbeatmung haben, ein Heimbeatmungsgerät haben, aber noch nie darüber gesprochen wurde, was denn eigentlich der Wunsch der Patienten ist für das Lebensende. Das wird nämlich dann irgendwann wegen dieser Erkrankung mutmaßlich auch eintreten. Das heißt, ansprechen, Patientenverfügung, gut dokumentieren. Ja. Es ist eigentlich, muss man sagen, eine Schande, wenn das bei den Patienten noch nie angesprochen wurde. Und ich glaube, man muss auch dieses Gefühl, das ist halt eine endgradige Erkrankung, den Patienten auch vermitteln. Natürlich nicht in der Exazerbation, ja, sie haben eine Krankheit, da werden sie bald sterben, das macht die Situation selten besser. Aber in dem Moment, wo eben das Ganze angebracht ist, sollte man das schon ansprechen. Das wäre Tipp für die Klinik. Tipp für die Klinik. Tipp für die Präklinik, ja. Ein Heimbeatmungsgerät gehört mitgegeben. Ja.
auf keinen Fall sagen, ja, die haben doch in der Klinik eh Beatmungsgeräte, ne? Dann lassen wir das Ding jetzt hier stehen. Wenn die Patienten so ein Heimniff-Gerät haben, üblicherweise im Schlafzimmer positioniert. Üblicherweise im Schlafzimmer positioniert, dann unbedingt mitnehmen. Und warum ist das so? Weil ganz viele Kliniken mit einer Pneumologie haben eben Stationen, wo man diese Heimbeatmungsgeräte dann nochmal nachjustieren kann und wo Patienten auch mit einem Heimbeatmungsgerät liegen können. Das heißt, wenn das Heimbeatmungsgerät nicht dabei ist, dann ist eigentlich dieser Patient, diese Patientin dazu verpflichtet, danach auf einer Intensivstation mit einem Beatmungsgerät beatmet zu werden. Und das kann man häufig mit dem Heimbeatmungsgerät eben dann auch entspannt auf Normalstation machen. Und sonst müssen später irgendwelche Angehörigen das Gerät holen. Das ist häufig dann ein Riesen-Act. Super. Philipp, ich fasse ganz kurz zusammen. In der Notaufnahme haben wir ein paar Sachen zur Diagnostik. Da gehört dazu die Sonographie, das Röntgen, da gehört die BGA natürlich dazu und Labor, je nachdem, was wir vermuten. Wir sollen und können kausal therapieren, den Infekt, die Herzinsuffizienz, die Lungenembolie, was auch immer dahinter steckt. Und es gibt einige Mythen, die wir einfach besprechen und kennen müssen. Kurz zusammengefasst, man darf Leute mit COPD intubieren, man darf Leute mit COPD Sauerstoff geben, man soll es sogar machen. Das Theophyllin und Reproterol sind jetzt keine Maßnahmen, die jetzt wahrscheinlich das Ruder akut total rumreißen. Beides eher so letztstreckige Notfall-Spezialsachen. Wenn es um Beatmung geht, dann an die Patientinnen und Patienten anpassen. Meistens ist der Unterstützungsdruck sinnvoll, bei der NIF vor allem. Bei der invasiven Beatmung ein langes I-zu-E-Verhältnis und eher niedrige Atemfrequenzen. Und wir nehmen das Heimbeatmungsgerät mit und wir sprechen, wenn wir in der Klinik mit Menschen einer schweren COPD Kontakt haben, einfach mal auch über die Therapielimitierung oder deren Wünsche, wenn diese chronische Erkrankung irgendwann mal zu einem Endpunkt kommt, was man mit ihnen machen soll und was vielleicht aber auch nicht. Genau. Super. Martin, vielen Dank. Ich finde, das haben wir eigentlich ganz schön zusammengefasst. Ja, ich hoffe auch. Ich bin gespannt auf eure Meinung, weil ich seit gefühlt Jahrzehnten nicht mehr gesagt habe. Teilen und liken. Sehr gern eure Fälle, eure Erfahrungen, eure Punkte noch dazu bringen. Es ist natürlich ein komplexes Krankheitsbild. Das kann man nie in der ganzen Breite bringen. Auf der Website gibt es eine Vielzahl an weiteren Informationen, Papers und so weiter und so fort. Klickt also gern mal dort vorbei und damit... Lasst uns diskutieren. Bis bald. Ciao. Ciao.